Tag auch. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Q&A hier zu der letzten Folge zu Maoismus und Anarchismus. Ja, von mir Tag auch. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass wir mal wieder ein Q&A zusammenbekommen haben. Diesmal haben wir echt einige Fragen bekommen. Würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ja, zuerst haben wir zwei Rückmeldungen bekommen, die einen sehr ähnlichen Charakter haben. Deswegen würde ich die, also sie gehen beide in die gleiche Richtung, deswegen würde ich die einmal hintereinander vorlesen. Und zwar ist es einmal von Veganikist. Fand den Podcast sehr spannend. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, wo es konkret auch zur Auseinandersetzung mit Anarchisten kam. Gemäß meiner Infos war der Anarchismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in China dominant, in der radikalen Linken. Auch Mao selber hat sich intensiv damit beschäftigt. Wie in der Sowjetunion wurden die Anarchisten nach Kritik am autoritären Kommunismus verfolgt und getötet. Aus meiner Sicht muss sich der Anarchismus weiterhin klar vom Maoismus abgrenzen. Wenn an linken Demos Mao- und Stalin-Fahnen geschwenkt werden, wird's mir übel. Und als ähnliche Richtung hatte dann noch Anarchie in Krefeld einen Kommentar geschrieben, den zahlreichen chinesischen Genossinnen gedacht, die bei Maos Säuberungsaktionen wie der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution ihre Freiheit und ihr Leben verloren und allen anderen Menschen, die durch Maos Terror und Imperialismus ihr Leben und ihre Freiheit verloren. Wir grenzen uns natürlich vom Maoismus ab, indem dass wir keine Maoisten sind. Es ist ja schon recht offensichtlich, dass wir theoretisch, wie wir auch im Podcast klargemacht haben, eine ganz andere theoretische und auch praktische Herangehensweise an revolutionäre Politik haben. Deswegen sehe ich da jetzt auch kein großes Problem in dem, wie wir das jetzt getan haben. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie Liebäugelei betrieben haben. Natürlich ist es so, dass wenn man sich mit einem bestimmten Gegenstand und vor allem mit einer bestimmten politischen Theorie auseinandersetzt, dass das hin und wieder dann so wirken kann, als würde man wertneutral darüber reden. Aber ich denke, es ist auch wichtig, wirklich sich mit so einer Theorie auf Augenhöhe beschäftigen zu können, dass man auch einfach erstmal sich halt anhören muss, was die Leute darüber denken. Und gerade maoistische Theorie fand ich aus einer anarchistischen Perspektive immer recht spannend, eben aus den genannten Punkten im Podcast, dass er eben versucht, viele Versäumnisse oder Probleme des autoritären Kommunismus zu lösen. Wie gesagt, wir widersprechen dem, was in maoistischer Theorie dazu als Lösung propagiert werden. Wir sagen, dass das Problem schon an einer anderen Stelle beginnt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer noch sehr spannend und auch einfach aktuell eine sehr relevante Strömung. Auch wenn wir uns, wie das Joshua schon beschrieben hat, auf dieser Ebene damit auseinandergesetzt haben, finde ich es trotzdem eine wichtige Rückmeldung. Das hätten wir auch vielleicht einbringen können in unserem Podcast, dass wir nochmal daran erinnerten, dass es eben eine wirklich starke anarchistische Bewegung in China gegeben hat. Ich habe mich selber noch nicht damit intensiver auseinandergesetzt, aber die wurde ja in China wirklich ausgerottet. Heutzutage gibt es ja kaum noch irgendwas in China, und das hat natürlich ganz fundamental mit eben der autoritärkommunistischen Herrschaft dann da zu tun. Und auch heutzutage, dass sich eben die anarchistische Bewegung nicht erholen kann, dass sie nicht mehr existent ist, liegt eben an dem Fortbestand dieses autoritären Systems. Veganikist hatte uns da auch noch eine spannende Broschüre geschickt, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. The Chinese Anarchist Movement. Diese Broschüre werden wir euch dann natürlich in der Beschreibung verlinken. Ja, ich denke auch, der Grund, vielleicht noch mal einmal kurz zur Erklärung, warum wir uns weniger mit den verschiedenen Todeszahlen von Repressionswellen und so beschäftigt haben, liegt auch einfach daran, dass es gerade in westlichen Medien, aber auch in sonstigen Beschäftigungen mit dem Thema immer sehr stark einfach nur darum geht, wie viele Leute sind jetzt unter Mao umgekommen, wie viele Leute sind durch die Repression umgekommen, wie viele Leute sind in der Kulturrevolution umgekommen. Während das natürlich immer eine wichtige Betrachtung ist, während das immer wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, was für Auswirkungen solche Arten von, in ganz großen Anführungszeichen, Säuberungswellen auch haben, denke ich, kann man dann leicht den Blick darauf verlieren, sich auch mit der Theorie inhaltlich zu beschäftigen, mal wirklich zu gucken, was steckt dahinter, wie kam es überhaupt zu diesen verschiedenen Säuberungswellen, und sich nicht nur von den Toten verschrecken zu lassen, sondern sich auch einfach mal inhaltlich damit auseinanderzusetzen, weil sonst, ja, kommt man auch einfach schnell in dieses allgemeine antikommunistische Blabla.
Veganichist, du hast auch noch geschrieben, dass wenn an linken Demos Mao und Stalin-Fahnen geschwenkt werden, wird's mir bei übel. Ich bin auch da deiner Meinung, dass ich das wichtig finde, ja, diese Art von Personenkult und auch generell autoritär-kommunistische Symbolik auf jeden Fall auch öffentlich hinterfragbar sein muss in linken Kontexten, auf linken Demonstrationen. Speziell natürlich, wenn es um irgendwelche Parteien geht, wie jetzt der MLPD oder deren Jugendorganisationen. Dennoch ist es, denke ich, eine, und da habe ich vielleicht auch lange Jahre anders drüber gedacht, dennoch muss man auch genau gucken, weil man darf sich auch nicht zu sehr in so einem kleinen linke Auseinandersetzung verlieren, wo dann irgendwelche innerlinken Auseinandersetzungen die ganze Zeit ablaufen, die dann dazu führen, dass man die eigentlichen Ziele aus den Augen verliert. Und wir sollten da, denke ich, die Auseinandersetzung eher darüber führen, über eine offene Kritik aneinander. Und vor allen Dingen müssen wir schauen, dass wir als Anarchistinnen besser aufgestellt sind, besser organisiert sind, weil dann können wir auch den Wind aus den Segeln nehmen von der autoritär-kommunistischen Kritik am Anarchismus, weil ganz oft haben autoritär-Kommunistinnen leider auch recht, wenn sie Anarchistinnen Verschiedenes vorhalten, weil wir einfach oft schlecht aufgestellt sind, und umso besser wir aufgestellt sind, umso weniger angreifbar machen wir uns letztendlich auch gegenüber autoritär-Kommunisten. Ja, und gleichzeitig würde ich auch sagen, sollte man sich eben nicht in so einer reinen Kritik an Symboliken verlieren, auch wenn ich jetzt, sobald ich eine Stalin-Fahne sehe, natürlich Böses wittere und erstmal dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehe, denke ich, ist es doch am wichtigsten, nicht einfach, sobald man irgendwo als Anarcho-Hammer und Sichel oder eine Mao-Fahne sieht, direkt, ja, zu sagen, mit diesen Leuten möchte ich nicht reden, das ist Abschaum, den will ich nicht auf meiner Demo sehen. Sondern vielleicht sollte man auch einfach, wie du schon gesagt hast, sich nicht an der Kritik dieser Symboliken aufhängen und warum das so furchtbar ist, wie viele Menschen darunter gestorben sind, sondern tatsächlich mal eine inhaltliche, und das muss nun nicht mal eine solidarische sein, das darf auch gerne eine polemische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strömungen des Autoritärkommunismus sein. Und das finde ich, um das nochmal dazu zu sagen, immer extrem schade und extrem schwach von der radikalen Linken, dass sie die Kritik an Autoritärkommunistinnen einfach oft sehr plump einfach nur sagt, ja, die sind Antisemiten. Also ich weiß nicht, wie es in euren Städten ist, aber bei uns in Dortmund oder im Ruhrgebiet generell ist, wenn es um die MLPD oder andere autoritär-kommunistische Gruppen geht, immer, ja, es sind Antisemiten und deswegen so. Und das ist, finde ich, einer der allerschwächsten Kritikpunkte, weil das oft gar nicht so eindeutig und so klar ist. Es gibt natürlich ein paar Gruppen, wo das so ist. Aber man kann an anderen Punkten viel besser ansetzen, und ich hoffe, dass wir das auch so ein bisschen ansatzweise gezeigt haben bei unserem Podcast. Noch ein anderer Punkt, den Anarchie in Krefeld geschrieben hatte. Ihr hattet geschrieben, und allen anderen Menschen, die durch Maos Terror und Imperialismus ihr Leben und ihre Freiheit verloren, das würden wir nicht so stehen lassen wollen mit dem Imperialismusbegriff. Mao, der ja dessen Theorie ja wirklich auf einem Kampf gegen den Imperialismus aufgebaut hat, der eigentlich dadurch geboren wurde, gegen die japanische Besatzung, hier jetzt Imperialismus zu unterstellen. Das ist wirklich, ja, einfach inhaltlich nicht korrekt. Also, soweit wir beide das formulieren würden, ist China unter Mao nicht imperialistisch gewesen. Nach der eben wissenschaftlichen Definition des Begriffes. Natürlich kann man sagen, dass Maos China in andere Staaten reingewirkt hat und auch die maoistischen Parteien da unterstützt hat, aber hier von Imperialismus und wirtschaftlicher Ausbeutung und Einflussnahme zu sprechen, ist halt einfach faktisch falsch. Okay, kommen wir zur nächsten Rückmeldung. Die ist von Irokese. Kann dir gar nichts Schlechtes sagen gegen euren Maoismus-Podcast. War voll interessant. Respekt für Joshuas Monolog am Anfang. Musste ich zweimal hören, um klarzukommen. Coolen Denkanstoß fand ich auch die Kritik am unreflektierten Umgang mit romantischen Gedanken an Gewalt während einer revolutionären Situation, die ich teilweise sehr gut von mir selbst kenne. Oft entsteht das, glaube ich, aus Frust und Hoffnungslosigkeit und der Suche nach einer vermeintlich einfachen Perspektive. Über die Konsequenzen im Detail mache ich mir tatsächlich oft zu wenig Gedanken. Ich schätze den Input von eurem Podcast sehr. Themen wie diese mehr als Cobra Kai, aber die Mischung macht sehr bekanntlich. Macht einen guten Job. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank. Also, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so lange Monologe beim nächsten Mal führen, weil ich habe auch selber irgendwann gemerkt, dass wenn man
nicht so im Thema drinsteckt oder sich noch nicht irgendwie ein bisschen geschichtlich damit auseinandergesetzt hat, wirkt das, glaube ich, einfach wie, als hätte ich gerade so einen kleinen Geschichtsreferat für die Schule vorbereitet und würde das jetzt einfach trocken runterlabern. Und ja, aber freut mich, wenn es dir trotzdem irgendwie gefallen hat. Zu der Auseinandersetzung mit revolutionärer Gewalt, das ist eigentlich recht spannend. Da fällt mir gleich direkt ein Tipp, den man geben könnte, weil Marion und ich, wir haben vor längerer Zeit mal den Film The Act of Killing gesehen, wo es um Personen, die einem Todesschwadron, die so aus einem kriminellen Umfeld kamen, die Teile von einem Todesschwadron waren, der in den 60er Jahren unter der Herrschaft von Suharto, dem indonesischen Diktator, mit Hilfe der Vereinigten Staaten einen Massenmord an KommunistInnen im Land begangen hat. Und meistens wurden dann auch ethnische Chinesen innerhalb von Indonesien davon betroffen. Und der Film erzählt das halt aus der Perspektive der Täter. Er geht über 3 Stunden. Wenn ihr Problem damit habt, euch mit Themen wie Mord, Vergewaltigung und Genozid zu beschäftigen, dann ist das auf keinen Fall ein Film für euch, weil auch uns hat das echt extrem mitgenommen. Also ist schon lange, oder vielleicht ist es also wirklich, glaube ich, der, aber auf jeden Fall einer der Filme, die wirklich mich am krassesten mitgenommen haben, wo man wirklich einfach einen ganzen Tag lang danach einfach nicht mehr klarkommt und nur noch darüber nachdenken muss und darüber nachgrübelt, was das so bedeutet und was der Film mit einem gemacht hat. Und auch mehrmals währenddessen, wo ich einfach, boah, wo das so hart war, dass... Wir saßen ja teilweise einfach fassungslos hier für 1-2 Minuten. Sehr, sehr, sehr tief bewegender Film, das kann man nicht anders sagen. Und das ist eben das Spannende, weil das ist eigentlich das Gute, weil das löst sehr viel in einem aus, finde ich. Und das hat uns auch genau in dieser Frage eben wirklich weitergebracht. Wenn ihr euch dazu durchbringen könnt, euch einen scheiß Tag zu machen, so, dann können wir das nur empfehlen. Ich glaube, der ist sogar... Ich bin mir gerade nicht sicher, der wäre auf YouTube auch zu finden. Also auf jeden Fall, wenn es um Beschäftigung auch mit dem eigenen Verhältnis zu Gewalt geht, dann ist das halt der Film. Ja. Ja, und zum Abschluss haben wir noch dann einige Rückmeldungen von Marx Musterfrau, also einer dann tatsächlich auch eine maoistischen Genossin, die uns geschrieben hat. Also, ich würde euch gerne einige Anmerkungen senden. Mao Zedong war nicht Staatsführer, sondern Parteiführer, auch genannt der Vorsitzende. Die Kommunistische Partei wurde nicht nur von einer Person geführt und die Volksrepublik dementsprechend auch nicht. Stimmen wir dir zu, das stimmt natürlich so, wie du das sagst, aber haben wir das, glaube ich, auch etwas flapsig in dem Podcast so benutzt, als seine Stellung als Staatsführer, weil Mao ja, wenn auch phasenweise natürlich eingeschränkt, aber schon die mächtigste Person im chinesischen Staat war oder die einflussreichste Person. Sowohl in theoretischer Hinsicht als auch dann in konkret politischen Entscheidungen. Du hattest uns ja auf jeden Fall auch nochmal darauf hingewiesen, auf die Imperialismusfrage, die wir auch jetzt behandelt haben, die von Anarchie in Krefeld kam. Eine ausführlichere Kritik hast du ja leider nicht geschafft, aber du hast uns sonst noch mitgeteilt, dass als allererstes möchte ich mich bedanken, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, auch mit dem Marxismus, Leninismus, Maoismus zu befassen und dazu was macht. Menschen informiert und dem Maoismus sowie seine Kräfte nicht einfach als Schlägerbanden abtut. Es existieren in der BRD viele Menschen, die sich als Marxisten, Leninisten, Maoisten begreifen. Wer die Aktionen der Roten Hilfe verfolgt, weiß das sicherlich auch. Siehe, der größte Prozess der letzten Zeit gegen Kommunistinnen, der geführt wurde, war ein Prozess gegen die TKPML. Und die TKPML, das wird... Es ist irgendwie eine Absplitterung, das ist wird nur anders geschrieben, welche sich als maoistisch begreifen. Ja, also das stimmt natürlich. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass nicht nur, wenn es um maoistische Kräfte im Ausland geht, sondern auch im Inland, dass der maoistischen Bewegung eben wenig Beachtung von der radikalen Linken in Deutschland geschenkt wird. Also sei es jetzt mit politischer Verfolgung durch die verschiedenen Vereinsverbote, sei es von deren größeren Aktionen, die es gibt, oder Kampagnen, wird, wie du schon gesagt hast, meistens eigentlich nur, da werden da die Augen nur drauf gerichtet, sobald sich wieder irgendein Skandal machen lässt, wenn irgendwelche Leute dann losziehen und Zentren mit Hammer und Sichel beschmieren und Anarchos-Boxen draufschreiben oder wenn es wieder irgendeinen Sexismus- oder Antisemitismus-Skandal gibt. Ja, und gerade in der migrantischen Linken ist ja wirklich Maoismus eine nicht zu unterschätzende Kraft.
Genau, und das haben wir tatsächlich auch vergessen. Bei unserer Aufführung am Ende von unserem Podcast haben wir so ein bisschen beschrieben, was es so für Strukturen gibt. Das war dann primär eigentlich aus der, in Anführungsstrichen, deutschen radikalen Linken. Und natürlich gibt es auch in Deutschland einige maoistische Gruppierungen aus der, so die eher migrantisch aufgestellt sind oder die explizit eigentlich Exilorganisationen sind. Genau, und zum Abschluss hast du uns noch einen Texttipp gegeben. Und zwar ist das der Text über Marxismus, Leninismus, Maoismus. Der wurde von der PCP, der peruanischen kommunistischen Partei, verfasst. Den kann man auf der Seite Dem Volke dienen finden. Das ist ganz spannend, weil das ist auch die Seite, die ich damals, ja, in meiner eher bauchkommunistischen, maoistischen Zeit verfolgt habe. Kennt vielleicht manche Leute noch von euch, die sich ein bisschen mit dem Jugendwiderstand auseinandergesetzt haben. Ist eine sehr gute Einführung in den Maoismus und um zu verstehen, wo man da theoretisch steht. Findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dann verlinkt. Jo, ihr Lieben, das war's dann soweit. Das sind eure Fragen gewesen für heute, eure Anmeldungen, eure Anmerkungen. Natürlich, das sind nicht alles, die meisten positiven Kommentare. Wir bekommen immer viel, viel mehr positive Rückmeldungen, viel, viel mehr Zuspruch und viel, viel mehr Leute, die sagen, ey, das ist eine super Folge gewesen, oder fand ich super spannend. Die packen wir in der Regel eben nicht rein, weil es wäre ja auch irgendwie langweilig für euch, wenn wir jetzt einfach 5-6 Mal sagen, ey, da hat jemand uns geschrieben, tolle Folge oder so. Ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Genau, aber natürlich freuen wir uns auch darüber. Bleibt so stabil, schickt uns weiter dann für die Zukunft auch Rückmeldungen, sodass wir immer ein schönes Q&A für euch bereithalten können. Ja, dann nochmal danke an alle, die was gesendet haben, und damit wären wir für heute durch. Jo, Glück auf. Gute Grüße.